Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AZTV. Der Eigentümer des Uhlenköper-Parks in Uelzen, die Hahn AG, will erst zum Herbst dieses Jahres mit dem Umbau des Einkaufszentrums beginnen. Das sei realistisch, erklärte Marc Weisner, Pressesprecher der Hahn Immobilienbeteiligungs AG auf AZ-Nachfrage. Bis Mitte September werden daher noch die bisherigen Geschäfte geöffnet haben. Mit Ausnahme des Supermarktes hätten alle Mieter dem zugestimmt. Wer mehr wissen will, liest morgen die AZ. Fans des Uelzen Open Air und deutschsprachiger Musik können sich freuen. Wie jetzt bekannt wurde, wird am 24. Mai 2015 neben Peter Maffay auch Leith Aldin in Uelzen auftreten. Der Popmusiker und Musikproduzent wurde unter anderem durch seine Erfolgssingle »Bilder von dir« bekannt. Die Samtgemeinde Bevensen-Ebsdorf hat einen neuen Schiedsmann. Eckhard Riegmann, bisher stellvertretender Schlichter, ergänzt künftig in erster Reihe das vierköpfige Team, das in der Samtgemeinde eingeteilt nach Bezirken Streithähne an den Tisch bringt. Die Wahl Riegmanns geschah übrigens zum Ärger seines Vorgängers. Warum? Das lesen Sie morgen. Wir kommen zum Schluss der Sendung wie immer zum Wetter. Morgen erwartet uns im Kreis Uelzen der vorläufig letzte Tag mit richtigem Schmuddelwetter, das sagt unser AZ-Wettermann Zaki voraus. Am Tag sind bis zu 8 Grad drin, in der feuchten Nacht werden immer noch 6 Grad erreicht. Der Lichtblick, am Wochenende meist trocken, zeitweise Sonne, aber deutlich kühler. Das war AZ-TV für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich auch morgen wieder.